Hallo, servus zum neuen Video, zum neuen Fahrzeug, das wir euch präsentieren wollen, dürfen, wie auch immer. Es ist nichts für depressive Natur, sondern das ist wirklich ein Fahrzeug mit einer kräftigen Farbe. Wie die Farbe heißt und was es genau geht, das seht ihr hinter mir schon, aber das erklären wir jetzt nochmal im Video. Viel Spaß dabei! Ja, wir haben hier heute einen Skoda Citygo 1,0 Liter MPI. MPI steht immer für Multipoint Injection. Das heißt, das Fahrzeug ist jetzt nicht Turbo aufgeladen, sondern das ist einfach ein ganz normaler Einspritzer ohne Turboladeraufladung. Wir haben 75 PS, 55 kW, eben aus 999 Kubikzentimeter. Wir haben ein 5-Gang Schaltgetriebe und deswegen haben wir jetzt mitgenommen. Das war in Zahlungnahme von uns und das Fahrzeug, die Farbe, nennt sich Kiwi Grün. Kein Metallic, sondern eine Unifarbe, aber eine wirklich kräftig schöne Farbe. Was man einfach nicht oft sieht und was natürlich auch absolut selten ist momentan oder immer seltener wird, solche Kleinfahrzeuge auch noch mit Benzinmotoren ausgestattet zu sehen. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so aktuell bei Skoda, dann wurden sie ja ganz eingestellt, mal die E-Mobilität im Citygo und das ist jetzt eben eigentlich ein klassischer Benziner als Fünftürer. Wir verfilmen das Fahrzeug jetzt ein bisschen für euch, zeigen euch kurz, was alles hat. Die Ausstattungsvariante damals, das Sondermodell Cool Edition nennt sich das. Und ja, ich finde, das Fahrzeug kann sich sehen lassen, es ist in einem gepflegten Zustand, ist Scheckheft gepflegt, das könnt ihr auch nochmal direkt bei mobile.de nachlesen oder auf unserer Page. Der hatte jetzt, glaube ich, zwei Services, ja 2019, ja, der hatte jetzt zwei Services und natürlich die Übergabeinspektion, ist aber alles hinterlegt. Können euch hierfür auch ein Sonderfinanzierungsangebot vortragen. Wie gesagt, das Fahrzeug kostet jetzt aktuell 8.990 Euro. Können das ohne Anzahlung eben dann euch mit allen Restschuldversicherungen für Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit, Tod und eben dann auch noch der Kaufpreisschutzversicherung für 48 Monate. Erklären wir euch auch alles gerne bei einem persönlichen Gespräch und kann natürlich immer noch angepasst werden. Hier können wir das anbieten für monatlich 128,30 Euro für eine Laufzeit von 60 Monaten. Wie gesagt, können wir aber immer anpassen, auch mit Anzahlung, mit Restschuldbegrenzung auch oder ihr wollt gar keine Restschuld. Da könnt ihr uns einfach anrufen unter der 096 02 61 85 3x6, unter WhatsApp 0179 559 4527 oder eben über E-Mail service@kfz-bauernfeind.de. Da kommt es immer richtig bei uns raus. Meldet euch bitte auch, wenn ihr eine Probefahrt machen wollt oder so, damit wir das auch vorbereiten können. Oder manchmal dauern es auch aus dem Netz, dass die Fahrzeuge rausgehen, weil wir es auch mal vergessen. Wir sind auch hier nur Menschen. Das kann einfach sein, wenn die Fahrzeuge verkauft sind, dass sie nicht gleich draußen sind, sondern am ersten Tag danach. Deswegen immer anrufen, davor einen Termin vereinbaren, damit wir eben auch dann ja, für euch da sein können und euch das eben dann vorführen können, dass wir genug Zeit haben. Jetzt messen wir kurz die Lackstärke wieder, so wie ihr es jetzt mittlerweile schon gewohnt seid. Dafür habe ich meine zwei Helferlein, unseren Lackstärkenmesser von Trotec und wir starten wieder vorne rechts am Kofühl. Haben wir 138, dann haben wir 124 Türe vorne rechts. Dann haben wir 113 Türe hinten rechts. Dann haben wir 102. Dann haben wir hier, können wir das filmen, da besucht uns gerade jemand. Die wäre auch mit dabei, wenn die jemand möchte. Ansonsten wird sie entfernt. 125 am Dach. 109 hinten links Seitenteil. Dann 116 Türe hinten links, 122 Türe vorne links, 114 am Kotflügel vorne links und Motorhaube 123. Natürlich kann man immer nicht 100% sagen, ob das Fahrzeug unfallfrei ist. Hier können wir es aber und machen wir es auch, weil wir das Fahrzeug von Anfang an betreut haben in der Werkstatt. Das Fahrzeug war unfallfrei.
da auch nichts nachlackiert. Natürlich über den Lauf einer Fahrzeit gibt es das natürlich, dass ich ein paar Macken habe, aber das ist jetzt nichts Großes an dem Auto. Das Auto ist in einem guten Zustand. Das könnte man vielleicht kurz zeigen, aber das ist so typisch, was der Marder so schafft. Ich hoffe, man kann es erkennen. Die beißen es halt einfach gerne an. Aber deswegen hat das nichts mit dem digitalen Radioempfang zu tun oder dass er deswegen eben schlechteren Empfang hätte. Schauen wir noch kurz rein, vorne im Motorraum, wo ich gerade schon gesagt habe, der Dreizylinder-Saugmotor. Hier vorne ist immer die Fahrzeugidentnummer, die Fahrgestellnummer hinterlegt. Die haben wir dann da unten auch nochmal. Sprecht uns einfach darauf an, wenn wir die mit den Fahrzeugpapieren mit euch nochmal vergleichen sollen, damit ihr einfach auch ein besseres Gefühl bekommt. Und wir machen es jetzt nicht immer automatisch. Sprecht uns an, was ihr haben wollt, wenn es vorbeikommt, und dann schauen wir das einfach miteinander an. Wie gesagt, da haben wir jetzt einen Dreizylinder MPI. Hier steht dann nochmal Multipoint Injection. Ja, ansonsten, was ihr wissen müsst, hier haben wir die Batterie. Hier haben wir einen Scheibenreiniger zum Nachfüllen, hier Kühlwasser zum Nachfüllen und der Öldeckel zum Nachfüllen. Und natürlich daneben der Ölmessstab. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir noch kurz in den Innenraum rein, zeigen wir euch da noch ein paar kleine Sachen. So, jetzt befinden wir uns im Innenraum des Skoda Citygo Cool Edition. Zeige euch da bloß noch ein paar kurze Sachen. Habe meine kleine Kamera wieder mit dabei. Kilometer haben wir jetzt aktuell heute drauf, 36.691. Ja, seht ihr eben dann hier kurz die Ausstattung mit der Start-Stopp-Taste, die Temperaturregelungen, die Umluftschiebe, der Umluftschieberegler, die Klimaanlage zum Ein- und Ausschalten, Warnblinkanlage, Radio dürfen wir leider nicht laufen lassen, aber ich kann euch kurz noch zeigen, dass eben, wenn ihr hier auf die Radiotaste drückt, dass ihr hier eben DAB und FM zur Auswahl habt. Hier oben ist noch ein kleines CD-Fach. Wir haben das 5-Gang-Schaltgetriebe. Das ist vielleicht immer für Leute, die ja die Citygo noch nicht gefahren sind. So die normale VW-Sparte hat ja den Rückwärtsgang runter und links hinten rauf. Hier sind wir entgegengesetzt mit dem kleinen Getriebe eben nach rechts hinten, einfach unten und nach rechts hinten. Wir haben eine ganz normale manuelle Handbremse, ja, haben noch elektrische Fensterheber, schwarzes Lenkrad, schwarze Sitze. Das verfüllen wir aber jetzt dann noch in einem kleinen Fahrzeugvideo danach. Wir haben Fußmatten in Gummi drin. Und würden uns freuen, wenn ihr uns besucht. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und abonniert uns. Abonnieren hilft uns immer. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Dankeschön und ciao.
Thank you.